mir. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Teichtagebuch. Wir haben heute den 4. Juli 2014 und wie ihr sicherlich unschwer erkennen könnt, hat sich an der Situation bei uns am Teich noch gar nichts geändert. Wir haben einfach nur eine grüne Suppe. Die Kühe lieben das zwar, die haben da damit sicher kein Problem. Im Gegenteil, zeitweise hat man sogar den Eindruck, sie genießen das so richtig. Aber wir als Kühehalter haben natürlich da nicht die größte Freude, wenn der Teich voller Schwebealgen ist. Ozon läuft nach wie vor auf kleiner Stufe, aber offensichtlich ist der Algennachwuchs stärker und schneller, als das Ozon diese Schwebealgen abtöten kann. Ja, mir geht es beim Ozon in erster Linie darum, die Keimbelastung im Wasser auf einem konstanten Niveau zu halten. Und ich habe leider nicht die Möglichkeit, den Hauptstrom bei mir zu ozonisieren. Das heißt, das Ozon läuft in einer Bypasslinie und dadurch ist vielleicht auch die Wirkung etwas geschwächt. Nun, meine Überlegung ist jetzt, dass ich meine Tauch-UVC wieder einschalte. Ich habe mir vor Jahren einmal eine Amalgam-Tauch-UVC-Lampe gekauft und da werden wir jetzt schauen, wie sich das in den nächsten Tagen das Wasser ändert. Vielleicht, ich bin mir fast sicher, dass diese Tauch-UVC da wirklich mithilft, dieser Schwebealgenplage Herr zu werden. Was man in meinem Sammelbecken jetzt ganz gut erkennen kann, ist die gewaltige Strömung, die durch diese beiden Rohrpumpen, diese beiden HF 25.000 erzeuge. Also da wird durch insgesamt 4 Zuläufe, 2 Bodenabläufe, ein Mittelwasserablauf und das Kimmer, wird da wirklich ordentliche Menge an Wasser umgewälzt. Ja, so viel zum heutigen Teichtagebuch. Wie gesagt, nur ganz kurz. Ich werde mich in den nächsten Tagen wieder melden. Ich werde euch dann zeigen, ob sich am Teich was geändert hat, wie da der Fortschritt ist. Bis bald. Oder bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch alles Gute. Euer Roland O.